Heute möchte ich mal erzählen, wie ich mich fühle, wenn ich mich erde und was sich verändert, wenn ich mich eben nicht mehr erde. Und mir ist es vor allem aufgefallen, dass wenn ich mich erde, dass ich dann sofort entspannter bin. Das heißt, es fühlt sich dann so an, als hätte ich schon die ganze Arbeit erledigt und als wäre schon Abend, also als wäre schon der Tag sozusagen vorbei und man hätte alles erledigt und alles ist gut. Dieses Gefühl tritt dann bei mir ein und vor allem auch die Gedanken verändern sich. Wenn ich mich dann erde, dann ist es eher so, dann denke ich darüber nach, ja, das ist gut, hier ist alles in Ordnung. Aber wenn ich dann die Erdung abnehme und dann eine Zeit lang ungeerdet bin, schon nach ein paar Sekunden bis Minuten, kommen wieder diese Gedanken so, ja, da muss ich noch was machen und am besten macht man da noch was. Und dann einfach diese Sorgen, vielleicht da eine Rechnung oder da muss ich noch was erledigen und da ist noch was nicht perfekt. Also eben einfach so, Sorgen kommen dann eher wieder hoch. Und zwar sozusagen diese unnötigen, wo man eigentlich schon weiß, dass es sie gibt. Und ja, das eigentlich nichts bringt, sie nochmal in den Kopf gehen zu lassen. Aber es passiert dann einfach, dass die dann automatisch wiederkommen, wenn ich nicht geerdet bin. Der Einfluss auf die Stimmung ist mir früher, als ich noch Prototypen gebaut habe für meine geerdeten Schuhe. Da ist mir aufgefallen, als ich die geerdeten Schuhe anhatte, da bin ich viel entspannter gelaufen. Also ich hatte nicht mehr so dieses Verlangen, irgendwo anzukommen oder wenn ich schon unterwegs war, dass ich mich sozusagen nur noch auf das Essen konzentriert habe nach der Wanderung, sondern einfach, ich war sozusagen dann voll im Wald, so ich war voll im Moment und habe eben nicht gewartet, also und wollte nicht unbedingt irgendwo ankommen, sondern habe einfach dann die Zeit genossen und bin auch langsamer gelaufen und auch viel entspannter und es war halt so, als müsste man eben nicht irgendwo ankommen, sondern als wäre schon dieser Moment schon perfekt, so als ich geerdet war mit meinem Prototyp von geerdeten Schuhen oder jetzt auch mit meinem Earthing Schuhset, da ist irgendwie ist viel entspannter einfach zu gehen und man hat eben nicht dieses Bedürfnis irgendwo anzukommen, sondern man ist sozusagen jetzt schon vollkommen so, also es fühlt sich so an und das ist halt einfach viel besser als davor, weil davor wollte ich immer so bin ich rausgegangen, weil ich wusste, Sport ist gesund und mir hat auch sich Wandern Spaß gemacht. Aber voll oft bin ich dann trotzdem so eher in Gedanken gewesen und wollte eben ankommen zu meinem Ziel, was ich mir so gesetzt habe. Und jetzt ist es eben so, dass ich wirklich da voll da bin auf dem Weg und den auch genieße. Und zwar viel eher, als wenn ich nicht geerdet bin. Und was auch so ein bisschen, naja, ich sag mal so, meine eigene Sache war, ich habe nachts relativ viel gegessen, oft und vor allem auch Süßigkeiten und manchmal auch ungesundes Essen und da bin ich sozusagen morgen, naja, mit einem mulmigen Gefühl und einem schlechten Gefühl, ist auf jeden Fall nicht so gut aufgewacht und es hat sich einfach nicht gut angefühlt, aber jetzt schlafe ich ja geerdet und seitdem, selbst wenn ich das mache, also zu viel Essen und Süßigkeiten und alles, ist dieses schlechte Gefühl am Morgen trotzdem nicht da, also das kommt wahrscheinlich durch die Entzündungshemmung und weil ja ungesunde Ernährung und auch Zucker Entzündungen ja begünstigt und halt auch freie Radikale verursacht und das tut ja Earthing alles kompensieren. Und ja, also das ist meine Erklärung dafür, weil ich fühle mich danach wirklich, ja, selbst wenn ich es eben übertreibe, auch mit dem Essen und so und früher hat mich das wirklich dann so den nächsten Morgen gekostet, könnte man sagen, aber jetzt, ja, komme ich sozusagen ungeschoren davon. Und ich finde, daran merkt man wirklich, dass Erdung nicht nur für Leute ist, die eben auch Krankheiten haben oder ungesund sind, sondern auch so für generell für den Menschen, weil es eben, wie schon gesagt, so die Stimmung einfach steigert und man nicht mehr so viel an die schlechten Sachen des Lebens denkt, also nicht mehr so die negativen Gedanken hegt, sondern einfach mal auf das Gute schaut und auf das Gute achtet und ich meine, das kann man ja immer mal wieder gebrauchen, würde ich mal sagen. Und vor allem auch wirklich diese Entspannung, dass man erledigt auch so bei der Arbeit zum Beispiel, da tue ich mich auch erden oder auch beim Lernen und da ist halt so wirklich, dass man macht es einfach und man will nicht unbedingt so schnell wie möglich fertig werden und so, sondern man macht es einfach und ist eben dabei entspannt und will eben nicht irgendwo ankommen, sondern genießt voll den Moment, also viel eher als ungeerdet und wie schon gesagt, eben auch diese Gedanken, dass da noch ein Problem ist und da, das fällt einfach weg und man ist eher konzentriert auf das, was gut läuft. Und das war einfach mal meine Erfahrung über Earthing und wie ich es empfinde, weil voll oft fragen mich die Leute so, wie empfindest du Erdung und was bewirkt es für dich? Und das wollte ich mal beantworten. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da
und abonniere meinen Kanal, wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest über Earthing. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag.